gezogen und an die offene Flamme des Herdes gestellt. Stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, das hier, das wäre Bettina und die Küchenschürze. Ja. Wir machen das gleich mal halb dunkel, bitte. Oder können wir mal über das hinkriegen? Achso, nee, die Bettina hat noch was ganz Wichtiges vergessen. Darf man im Labor nicht vergessen, die Schutzbrille. So. So, Bettina war schön, dich kennengelernt zu haben und geben Sie jetzt mal der Bettina einen deftigen Applaus, damit das wirklich gut ist. Achtung, fertig und. Wow! Ja, und wie Sie sehen, Bettina steht, oben ohne hier. Die ist, glaube ich, jetzt ein bisschen kalt. Haben wir vielleicht was zum Anziehen für die? Dankeschön. Ein Applaus für die Bettina! Säure und Christian Friedrich Schönbein hat das, was er entdeckt hat, später auch Schießbaumwolle genannt. Das Interessante hierbei ist nämlich eben, dass die Reaktionsprodukte ausschließlich Gase sind. Also Stickstoff, ja, und